Moin allerseits, ich bin Sven von outdoorminimalist.net und ich sitze immer noch im Regen. Ich habe eben schon ein Video abgedreht und als ich da so saß und gedreht habe, dachte ich mir, und ich habe den auch glücklicherweise mit, was total doppelt gemoppelt ist, weil ich eh einen anhab, ich mache mal so ein kleines Video zu Regenponchos und zu ihren Vor- und Nachteilen. Also ihr wisst, dass ich ein großer Regenponcho-Freund bin, weil für mich der Regenponcho der ideale Wetterschutz ist, der aber nicht ohne Nachteile ist. So, ganz klare Geschichte. Regenponcho hat seine Nachteile, genau wie alles immer seine Vor- und Nachteile hat. Ich habe auch eine Regenjacke, wisst ihr auch. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wenn ich primär mich vor Regen schützen möchte auf Natur, dann verwende ich halt einfach den Regenponcho. Der hauptsächliche Grund, warum ich das mache, ist ganz einfach der, dass ich unterm Regenponcho einfach nicht schwitze. Regenjacke finde ich für das Lager sehr, sehr praktisch und wenn man irgendwo sitzt und auch als Ergänzung zu dem Regenponcho. Aber als Regenschutz an sich mag ich lieber die Kombination mit dem Poncho und zum Beispiel Gamaschen. Das wäre natürlich das Erste, dass man beim Regenponcho natürlich nur einen bedingten Schutz hat, wie ihr jetzt auch seht. Und das ist einer der größten Nachteile, dass die Arme meistens frei sind. Also es gibt verschiedene Arten von Regenponchos und da gibt es auch solche, wo halt ja reelle Ärmel mit dabei sind. Das sind meistens ganz schöne Geschosse. Die finde ich persönlich aber wiederum nicht gut, weil die ja eigentlich schon nahezu wieder diese Jacke sind. Und dann würde ich mir lieber eine Jacke holen, als dass ich mir einen Regenponcho hole, der versucht, eine Jacke zu simulieren. Das ist, ist einfach nicht meins. Denn, wie gesagt, das Schöne an einem Regenponcho ist, dass relativ egal bei welchem Wetter, dass man die Belüftung einfach ideal hat, weil wenn es zu warm wird, einmal kurz anlüpfen, die warme Luft darunter ist weg und schon hat man einfach wieder frische Luft und da staut sich keine Hitze. Des Weiteren ist beim Poncho natürlich der Vorteil, dass er einfach sehr, sehr multifunktional ist. Da mache ich demnächst nochmal so ein extra kleines Video zu, was man mit dem Poncho alles anstellen kann. Das will ich hier jetzt nicht reinbringen. Das soll eigentlich nur so ein bisschen Vor- und Nachteile vom Regenponcho sein. Aber ich dachte mir, das kann ja für den einen oder anderen interessant sein. Ich nutze jetzt den Regenponcho, also verschiedene Regenponchos über die Jahre, seit über 10 Jahren. Also ich hatte dazwischen immer mal Regenjacken, die ich dann auch primär verwendet habe, was mir aber als ausschließliche Regenschutzmaßnahme nie so gut gefallen hat. War einfach nicht meins. Aber das ist Geschmackssache und ja, wie immer, ihr wisst ja, das ist meine Meinung. Zwei Nachteile am Regenponcho, eben schon erwähnt, ist bei dem normal geschnittenen Regenponcho, sagen wir es mal so, Ausnahmen nehmen wir jetzt mal raus, sondern den normalen geschnittenen Regenponcho, ist einmal der, dass die Arme frei sind, wenn man mit Sticks unterwegs ist. Wenn man nicht mit Sticks unterwegs ist und die Arme hängen, sind die genauso geschützt. Von daher, dann greift dieser Nachteil nicht. Aber wenn man mit Sticks unterwegs ist, dann sind die Arme exponiert, das heißt, die werden noch nass, wenn es kräftig regnet, seht ihr jetzt auch. Jetzt habe ich ein Poncho an aus gewachster Baumwolle, habe ich euch mal gezeigt. Das ist immer so mein Poncho am Lager oder wenn ich meine Tagesvideo mache oder mit dem Tagesrucksack oder so unterwegs bin. Da habe ich aber ein extra Video zu gemacht. Und wenn ich hier so sitze, wie gesagt, meine Arme sind draußen, dann werden die nass. So, kann ich nicht verhindern. Ich könnte mich natürlich jetzt hier so ein, also kann ich verhindern, klar. Ich kann mich hier jetzt so einwursteln, aber ich dachte, das sieht ein bisschen blöd aus. Außerdem ist das auf Dauer, wenn ich es dann so erzähle, wie viel Umkopfhaut habe. Und Nässe bringt dann ja auch nicht um. Es ist ja auch nicht dramatisch, wenn man mal ein bisschen nass wird. Bei dem Wetter in der letzten Zeit werde ich ständig immer nass. Also von daher, Was das Zweite ist, ist, dass die Beine in der Regel nicht geschützt sind. Auch da hängt es immer davon ab, was für einen Poncho man hat und wie groß man selber ist. Je größer man ist, desto weiter sind die Beine exponiert letztendlich. Also da muss man immer ein bisschen schauen, dass man da auch schützt vor Regen, weil sonst hat man natürlich eine nasse Hose, das ist auch Mist. Auch da kann man sich eine Regenhose einfach anziehen, das habe ich auch eine Weile gemacht. Hat bei mir aber auch immer dazu geführt, dass ich da innen drin so viel Kondens hatte, dass es einfach sehr, sehr unangenehm war. Und ich dann lieber durch Regen nass war, als durch meinen eigenen Schweiß. Weswegen ich da dann einfach meine Hose gewachst habe. Das ist eine gute Möglichkeit. Wie das geht, habe ich euch auch mal gezeigt. Und was auch eine gute Möglichkeit ist, ich zeige das mal eben hier, das sind einfach Gamaschen. Die sind einfach nochmal ein doppelter Schutz, dass man, auch wenn man durch Dornen läuft und so weiter, unten den Bereich nochmal geschützt hat. Und sich die Hose nicht kaputt macht, wenn man irgendwie, was weiß ich, durch so Reste vom Brombeerstrauch oder sowas laufen muss oder sonstige spitze Äste, weiß der Däubel, hat man da nochmal einen zusätzlichen Schutz. Bei Schnee ist es auch nochmal ganz gut, wenn man
ja, dass es einfach nicht in die Schuhe reinrutschen kann. Und auch bei Kälte ist es sehr angenehm, weil das nochmal eine deutliche Wärme an den Waden gibt. Und das finde ich da sehr angenehm. Ein weiterer Nachteil von Ponchos sind die Geräusche. Also da kommt es auch immer wieder drauf an, was man nimmt. Er hier ist jetzt natürlich sehr, sehr leise, ist aber für größere Rucksäcke nicht geeignet, habe ich schon erzählt. Und wenn man den vom Stoff her für größere Rucksäcke erstellen würde, wäre er ja wahnsinnig schwer. Die normalen Ponchos sind super für Rucksäcke geeignet, was halt auch super ist, weil man dann keine Rucksackhülle braucht, weil der Poncho den Rucksack gleich mitschützt. Aber die knistern und natürlich im Wind ordentlich. Und gerade auch die Mützen, wenn man die drüber hat, das raschelt am Kopf schon echt nicht ohne. Und das finde ich immer so ein bisschen nervig. Auch ein Grund, warum ich eigentlich immer bei Regen einen Hut trage und da gar nicht die Kapuze nutze. Also das mache ich wirklich nur, wenn es extrem stark regnet und ich sehr lange unterwegs bin. Dann nehme ich auch manchmal die Kapuze, um mich einfach so weit wie möglich einzuigeln. Aber ansonsten favorisiere ich halt einfach den Hut. Wind ist der nächste Punkt, dass man natürlich bei Wind immer so ein bisschen aufpassen muss und den Poncho gegebenenfalls fixieren. Die meisten Ponchos haben innen drin immer noch mal Bänzel, wo man das Ganze sich einfach an der Hüfte fixieren kann. Hier zum Beispiel vorne vor. Er hier, das ist der Helicon-Tex. Der hat auch in der Mitte so Bänzel, die man sich rummachen kann. Und das sollte man tatsächlich tun. Denn wenn der Wind blöd kommt, dann reißt er halt den Poncho hoch und hat das Ganze vor der Visage. Das ist gerade, wenn man exponierter läuft und auch wenn es jetzt Richtung Gebirge geht oder so, ist das eine Sache, die halt durchaus gefährlich werden kann, wenn man das nicht irgendwie fixiert. Für mich, der in 9 von 10 Fällen im Wald unterwegs ist, ist das nicht so sehr der Faktor. Deswegen ist das halt einfach immer ganz stark situations- und personenabhängig, wofür das eben gebraucht werden soll. Also Poncho ist nicht ohne Nachteile, wie ihr seht, auf jeden Fall. Aber allein diese Tatsache der Belüftung, das ist für mich das stärkste Argument. Das schnelle Überwerfen, das einfach mal eben kurz, ich muss nichts irgendwie antüdeln oder so. Und auch meine normale Kleidung ist nicht nass, sondern ich habe einen extra Regenumhang, den ich umwerfe, wenn es regnet, den ich abwerfe, wenn es wieder trocken ist. Und meine Kleidung darunter ist geschützt. Die Regenjacke fällt für mich als Schicht irgendwann dann letztendlich aus, da ich ja zum Beispiel meine Kleidung auch ganz oft mit in das Schlafsetting integriere, insofern, dass ich mich mit Kleidung reinlege. Wenn ich eine Regenjacke trage, kann ich das nicht mehr tun. Also die Regenjacke zumindest muss aus, weil die Nässe kann ich natürlich nicht mit ins Lager bringen. Das ist beim Poncho dann wiederum gut. Poncho ausziehen, zack, und gut ist. Man kann sich mit dem Poncho ein kleines Lager bauen, so ein kleines Schrägdach bauen. Man kann es halt einfach als kleines Tarp verwenden. Das ist nochmal so ein starker Vorteil. Was ich nicht mache, was auch oft gesagt wird, was ich aber tatsächlich unpraktisch finde, ist den Poncho auch als Tarp, insofern, das ist das Haupttarp, wo man drunter schläft, zu verwenden. Denn das Problem ist, wenn man dann sein Lager aufbaut und der Poncho, der einem vor Regen schützt, ist das Lager, dann muss man das ja ausziehen. Das heißt, man baut in strömenden Regen auf, ohne dass man Regenschutz hat. Und ja, danach ist man klitschnass. Dann steht zwar das Lager, aber bis dahin, bei Regen wie jetzt oder stärker, ist man schon komplett durchnässt. Deswegen finde ich das immer wirklich nur so eine Notfalloption. Aber als Notfalloption wiederum finde ich das sehr, sehr gut, weil man es eben machen kann, was eine Regenjacke nicht kann. Wofür ich mein Poncho häufiger nutze, ist, dass ich im Lager nochmal das Ganze über meine Ausrüstung packe, wenn es regnet oder schlechtes Wetter ist oder Schneeverwehungen und so weiter gibt. Verzeiht übrigens, dass der Ton, glaube ich, relativ miserabel sein wird. Ich werde mal gucken, ob ich das überhaupt hochladen kann. Aber ich wollte mich nicht noch länger davon abbringen lassen, Videos zu drehen wegen dem Wetter. Deswegen dachte ich mir, scheiß was drauf, ich ziehe meinen Krams an und gehe nach draußen und drehe Videos für euch. So, ich bin auch auf Tour bei schlechtem Wetter, dann kann ich auch solche Videos bei schlechtem Wetter drehen. Ausrüstung dafür habe ich genug. Solange am Ende der Ton passt, ist ja alles gut. Ich hoffe auch, dass mein Mikrofon das überlebt. Wird das so ein bisschen geschützt, aber naja gut, interessiert euch alles gar nicht. Das mache ich gerne, dass ich mit dem Poncho am Lager, wenn das grundsätzliche Lager steht, dass ich mir da nochmal so ein kleines Schrägdach mache oder so ein kleines Diamant aufbaute, wo ich dann meinen Rucksack drunter packe, Schuhe drunter packe oder so. Das von, ja, dadurch, dass ich in der Hängematte bin und das Tarp dementsprechend relativ hoch, wenn der Wind von der Seite reinballert, dann kann das, was am Boden um meine Hängematte drumherum liegt, durchaus nass werden, logischerweise. Und da ist der Poncho nochmal schön, dass ich es eben einfach rüberlegen kann. Auch schön ist, wenn man den Poncho trägt und es ist gerade mal eine Regenpause, dass man ihn nicht gleich abnehmen muss, sondern man kann sich die Front schnappen, über die Schulter werfen. Man hat dann keine Hitze mehr, die sich vorne stauen kann, hat wieder normale Belüftung. Der Poncho ist aus dem Weg, aber wenn es wieder losgeht, zack,
kann man ihn sofort wieder drüberlegen. Also ihr merkt, ich bin definitiv pro Poncho. Ich habe es oft probiert, mich nur auf Jacken zu verlassen, also jetzt wirklich im Laufe des Jahrzehnts, beziehungsweise mehr als des Jahrzehnts. Ich hatte auch zwischendurch so eine richtig schweineteure 3-Lagen-Laminat-Jacke, wo ich richtig viel Geld für ausgegeben habe und die richtig scheiße war. Also die war super verarbeitet und alles super robust und pipapo, aber ja, die Atmungsaktivität hat für mich halt einfach nicht funktioniert, weswegen ich am Ende des Tages immer wieder zu dem Poncho zurückgekommen bin. So, das soll jetzt eigentlich so meine Lobeshymne an den Poncho sein. Viel mehr gibt es in die Richtung, glaube ich, gar nicht zu sagen. Mich würde mal interessieren, wie sieht das bei euch aus? Favorisiert ihr Poncho oder Regenjacke oder auch eine Kombination? Wie gesagt, das mache ich eben auch ganz gerne mal. Und wenn ja, warum? Also, und was sind eure Lieblingsponchos so? Also, ich habe momentan, wie gesagt, diesen Helikon-Poncho, den ich sehr gut finde in der Farbe, weil der im Angebot war. Da war der 10 Euro billiger und dachte ich, okay, kann ich nicht viel falsch machen. Gefällt mir auch sehr, sehr gut, ist schön robust. Was ich beim Poncho mal haben möchte, ist, dass das kleine Schlaufen an den Seiten sind, dass ich es eben auch als Tarp verwenden kann. Natürlich kann ich mir kleine Steinchen in die Ecken reinpacken und das daran festschnüren. Das tut dem Material aber meist nicht so gut, ist eine gute Notfalloption, aber sollte nicht die Regel sein. Und deswegen habe ich da halt lieber Punkte, an denen ich abspannen kann, die halt einfach auch dafür gemacht sind. Für diejenigen, die sich überlegen, ich kann es echt empfehlen, einfach mal auszutesten. Man kann nicht viel falsch machen. Ponchos gibt es wirklich günstig und da muss man keine Unsummen für ausgeben. Man sollte jetzt nicht unbedingt diese 3 Euro einmal Ponchos nehmen, weil die zerreißen einmal Verwendung. Also ein paar Euro sollte man schon verwenden, dass man auch ein Poncho länger was von hat. Auch da spreche ich aus Erfahrung, da habe ich auch die günstigen durch und die sind mir dann stellenweise bei der Verwendung beim Aufsetzen zerrissen, klebten aneinander und als sie auseinander machen wollen, sind sie auch. Also ein paar Euro mehr, aber ihr braucht da keinen 100 Euro Poncho. So, meine Meinung, kann man machen, muss man nicht. Hält beides trocken. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.